da wird sein Wunsch erfüllt. Die arme verstorbene Schönheit kommt, in weißen Laken gehüllt. Ihr Blick ist traurig, aus kalter Brust, die schmerzlichen Seufzer steigen. Die Tote setzt sich zu dem Mönch, sie schauen sich an und schweigen. Ihr Geister holt mir aus dem Grab die Leichen der schönsten Frauen. Sich der Münchner Erzbischof Reinhard Marx zum Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche geäußert. Die bedrückende Erfahrung der letzten Wochen, die uns als Kirche, mich auch als Erzbischof bewegt, schwere Stunden. Und mit Bestürzung und Scham müssen wir feststellen, dass in der Mitte der Kirche, in der Gemeinschaft der Gläubigen, auch vieles geschehen ist, was wir nur mit Schrecken wahrnehmen. Jetzt, da auf der Anklagebank sitzt, der Pfarrer Peter K. ist geständig, der Mann ist Wiederholungstäter. Als Kaplan in Fichtach hat er einen Jungen missbraucht und wurde deswegen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. In dieser Zeit wurde er im bayerischen Rickhofen rückfällig. Die Staatsanwaltschaft des Oberlandesgerichts Regensburg wirft ihm vor, sexuellen Missbrauch insgesamt in 22 Fällen. Das Bistum war über die Neigungen des Priesters informiert, setzte ihn trotzdem bereits während seiner Bewährungszeit wieder als Gemeindepfarrer in Rickhofen ein. Das Bistum hält still, bis heute keine Entschuldigung, keine Erklärungsversuche. Bischof Müller hatte sich zuletzt im vergangenen Jahr eindeutig geäußert. Die Missbrauchsdebatte in Politik und Kirche geht weiter. Dabei hält der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, einen runden Tisch für alle gesellschaftlich relevanten Gruppen in Sachen Missbrauch für sinnvoll. Einen runden Tisch nur für die katholische Kirche lehnt er dagegen ab. Gegenüber der Welt am Sonntag erklärte Zollitsch, sexueller Missbrauch von Kindern sei kein spezifisches Problem der katholischen Kirche. Von den rund 15.000 Fällen, die pro Jahr staatsanwaltlich erfasst würden, spielten sich die wenigsten in einem kirchlichen Rahmen ab. Einige von den sogenannten besonders schweren Fall. In Rickhofen wurde der Pfarrer immer wieder zudringlich. Ein 11-jähriger Ministrant war sein hilfloses Opfer. Während die Kirchengemeinde in Fassal feierte, ging der Priester mit dem Jungen spielen und griff ihm ans Geschlecht. Auf Freizeit musste der Junge den Geistlichen immer wieder befriedigen. Claudia Schenk vertritt das Opfer. Die Familie tritt als Nebenkläger auf. Sie ist von dem Verhalten der Kirche enttäuscht. Verhalten der Kirche enttäuscht.